In diesem Video behandeln wir ein besonderes Problem, nämlich die Rücktrittsfolgen, wenn zwischenzeitlich eine rückgängig machbare Veräußerung, Belastung oder Umgestaltung erfolgt ist. 346 hat zwei verschiedene Möglichkeiten, wie eine Rückgewähr zu erfolgen hat. Im Grundsatz wird die empfangene Leistung in Natur zurückgewährt. Das bedeutet, es ist genau das zurückzubegeben, was man bekommen hat. Nach Absatz 2 ist aber stattdessen Wertersatz in Geld zu leisten, wenn eine der drei Nummern vorliegt. Bei der Nummer 1 ist es klar, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als Geld zu zahlen, weil die empfangene Leistung nicht zurückgewährt werden kann, etwa bei Dienstleistungen oder einer Gebrauchsüberlassung. Bei der Nummer 3 ist es ebenso. Wenn die Sache untergegangen ist oder sich verschlechtert hat, kann diese nicht mehr in dem Zustand zurückgegeben werden, in dem der Käufer sie erhalten hat. Schwierig ist allerdings die Nummer 2. Diese hat die Varianten verbraucht, veräußert, belastet, verarbeitet oder umgestaltet. Der Verbrauch ist dabei ähnlich wie bei der Nummer 3 ein Untergang der Leistung, weil die Leistung eben nicht mehr existiert. Sie wurde so gebraucht, dass nichts mehr übrig geblieben ist. Die Veräußerung, Belastung oder Umgestaltung kann aber in vielen Fällen wieder rückgängig gemacht werden. Und dann stellt sich die Frage, ob Rückgängigmachung in Natur, das heißt die Rückgängigmachung der Veräußerung und dann die Rückgabe der Sache, oder aber in jedem Fall nur Wertersatz geschuldet ist. Das Problem des Absatzes 2 ist, dass der Wertersatz sich an der Gegenleistung orientiert. Wenn also ein besonders teurer Kauf oder ein besonders günstiger Kauf vorliegt, kann es für den Schuldner oder den Gläubiger interessant sein, statt des Wertersatzes die Rückgewähr in Natur zu verlangen. Schauen wir uns dies einmal an einem Beispiel an. Wir haben einen K und einen V, die einen Kaufvertrag geschlossen haben. Aufgrund des Kaufvertrages hat der K gegen V einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung eines Pkw. Der V hat gegen K einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung und Abnahme, Kaufpreiszahlung in Höhe von 1000 Euro. Wird nun der Rücktritt erklärt, sind die empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Das bedeutet, dass unser K gegen V aus 346 Absatz 1 einen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises hat. Demgegenüber hat der V gegen K einen Anspruch auf Rückübergabe und Rückübereignung des Pkw. Nun kommen wir zu unserem Problemfall. Stellen wir uns vor, der K hat zwischenzeitlich das Auto an X übereignet. Dann kann der K das Auto nicht zurückübergeben oder zurückübereignen. Die Folge ergibt sich aus 346 Absatz 2. Statt der Rückgewähr oder Herausgabe hat der Schuldner Wertersatz in Höhe der Gegenleistung zu leisten. Die Gegenleistung war hier der Kaufpreis in Höhe von 1000 Euro. Demnach muss der K an V 1000 Euro statt des Autos leisten. Da nun V an K 1000 Euro Kaufpreis zurückzahlen muss und K an V 1000 Euro Wertersatz zahlen muss, können die beiden aufrechnen. Und am Ende bekommt keiner was. Trotz des Rücktritts dürfte also unser V den Kaufpreis behalten. Nun kann es aber sein, dass unser X durchaus bereit ist, dem K die Sache wiederum zurückzuübereignen bzw. zurückzuübergeben. Der X wird seinerseits hierfür einen Kaufvertrag mit K schließen. Und er kann hierfür zum Beispiel 500 Euro verlangen.
Wenn der K den PKW für 500 € zurückverlangen könnte, stellt sich aus Sicht des K die Frage, ob er das darf und dadurch das Auto dem V zurückgeben darf und der V dadurch von ihm nicht mehr 1.000 € Wertersatz, sondern gar keinen Wertersatz mehr verlangen kann. Das hätte praktisch zur Folge, dass der V dem K 1.000 € zahlt, der K dem X 500 € zahlt und der K immerhin noch 500 € Gewinn behalten darf. Unsere erste Frage ist also, darf der K den PKW von X zurückerwerben und damit den Rückgewähranspruch des V erfüllen? Es kann aber auch anders sein. Es kann nämlich sein, dass der PKW einen höheren Marktwert hat und deshalb unser X von K für den Rückkauf nicht 1.000 €, auch nicht 500 €, sondern 1.500 € verlangt. Dann hat unser V, der möglicherweise das Auto ebenfalls für 1.500 € weiterverkaufen könnte, ein Interesse daran, das Auto zu bekommen und nicht nur den Kaufpreis in Höhe von 1.000 € zu behalten. Es stellt sich also die zweite Frage: Kann unser V den K zwingen, das Auto für 1.500 € von X zurückzuerwerben? Schließlich ist es auch noch denkbar, dass wir beide Fragen verneinen. Dann ist unser Ergebnis ein einfaches. Der Rücktritt führt praktisch dazu, dass der K dem V Wertersatz in Höhe des Kaufpreises zahlen muss, sodass sich zwei gleich hohe Ansprüche gegenüberstehen, die durch Aufrechnung erlöschen. Dann läuft der Rückgewähranspruch beider Parteien im Grunde auf nichts hinaus. Alles bleibt beim Alten. Die Antwort auf diese Frage findet sich wieder mal im Gesetz. 346 Absatz 2 sagt, dass in dem Moment der Veräußerung schon der Tatbestand verwirklicht ist. Das heißt, schon in diesem Moment ist statt der Rückgewähr Wertersatz zu leisten, die Rückgewährpflicht besteht also nicht. Die erste Ansicht sagt also, schon mit der Veräußerung darf weder der Schuldner die Sache zurückerwerben und weiter veräußern, noch darf der Gläubiger darauf bestehen, dass der Schuldner dies so macht. Die Gegenansicht sagt, dass das Veräußern neben dem Verbrauchen steht und das Verbrauchen sich gerade durch die Endgültigkeit auszeichnet. Demnach würde ähnlich wie in 275 Absatz 1 für normale Leistungspflichten eigentlich nur hier ein Fall der Unmöglichkeit gemeint sein. Das heißt, der Schuldner sei so lange verpflichtet, die Sache zurückzuerwerben, wie ihm dies einerseits möglich ist, das heißt, der jetzige Eigentümer veräußerungsbereit ist, und zweitens zumutbar im Sinne von 275 Absatz 2, das heißt, kein grobes Missverhältnis besteht. Die Kompromisslösung zwischen diesen beiden Extremen sagt, grundsätzlich hat der Gläubiger nie ein Recht darauf, die Übergabe und Übereignung der Sache zu verlangen, wenn diese veräußert ist. Denn er hätte sich auf den Kaufvertrag zu dem Preis eingelassen und müsse damit leben, dass er nun die Gegenleistung behalten dürfe. Umgekehrt sei es aber so, dass der Rücktrittsschuldner durchaus das Recht haben solle, die Sache zurückzuerwerben. Deshalb wird zu seinen Gunsten vermutet, dass es unmöglich sei. Er kann diese Vermutung aber widerlegen, indem er die Sache tatsächlich zurückerwirbt. Danach darf der Schuldner zurückerwerben, der Gläubiger kann ihn aber nicht dazu zwingen. Es gibt also drei Ansichten. Die ersten sagen, der Gläubiger darf zwingen, der Schuldner darf leisten. Die zweite sagt, weder noch, es darf grundsätzlich niemand was verlangen, weil mit der Veräußerung hat sich der Anspruch auf Rückgewähr durch einen Anspruch auf Wertersatz ersetzt. Und die dritte Ansicht sagt, der Schuldner darf zwar leisten, der Gläubiger kann aber grundsätzlich nur Wertersatz verlangen. Außer der Schuldner hat die Sache bereits zurückerworben, dann
kann er diese Sache auch wieder zurückverlangen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.